up the claws, obstruct and refuse. Refugees in my new room, lock our voices in the oven. Locks of Sylvia at home. My eyes are on the world, lit my hands in just to feel something real. True colors tend to glisten and then reveal. Where's love? By badges, clocking lights, push the dagger when it's right. Martial law, inshallah, Picasso, Studio, ghosting like I'm Daniel Johnson. I'm locked up in the basement, reciting lies and certain tweets and realigns his facelift. The criminals are laughing with their empty toothless faces. We melted all the gold to recommend our honor worship. We all pretend one day we'll be the greatest of the Godspeed. Growling mouth with rabies and royal like shit in Nancy. Hey, hey man, get away from me. Finish with it, then we go in the back of the club and we do this shit again, man. Pronto, anybody do booty to beat it like a bongo, banging on the like a name Alonzo. Head game crazy to make it a head honcho. Man, cause I took his bitch and now we think he macho. Somebody that they call my cocktail, but we went up inside of that little condo. Put him in a box and a cargo. Cargo? Shut it down, fake bitch. Throw a bottle and you shut it mouth. Break shit. Come and follow, then you stand up on the couch. Shit. Let us swallow, then we in the house. Trick, he's cold. 1-0-0-3-1, that's what my zip is. Lip in high Ireland, my been in trenches. Walk through a bodega like I ain't got riches. Walk through a bodega like I ain't got. Come on! Don't do it for the haters, I do it for the bitches. My flow, I kill rap. Y'all now and later's a sweet. Wir freuen uns hier jetzt auf einen Fight im Leichtgewicht zwischen Rafael dos Anjos und Conor Notorious McGregor. Ist schon beeindruckend, was für enorme Kickbox-Fähigkeiten der hat. Der hat so viele großartige Kicks in seinem Repertoire,
dass es einem um jeden Gegner Angst und Bange werden muss. Da muss man sich im Kampf wirklich auf Distanz halten. Beißen sich viele die Zähne aus. Dank seiner fantastischen Takedown-Defense kann der einen Kampf auch schon mal eine Zeit lang auf dem Rücken verbringen. Der geht trotzdem nicht unter. Doch mal an, wer hier mit welchen Voraussetzungen in diesen Leichtgewichtskampf geht. Beim Alter kein großer Unterschied zwischen beiden Kämpfern. Nur 4 Jahre trennen sie. Und werfen wir auch noch einen kurzen Blick auf Größe und Reichweite. Da sehen wir eine vergleichbare Größe, aber auch eine ziemlich unterschiedliche Reichweite. Bruce Buffer. Ladies and gentlemen, this fight is 3 rounds in the UFC Lightweight Division. Introducing first, fighting out of the blue corner. This man is a kickboxer, holding a professional record of 10 wins, no losses. He stands 5 feet 9 inches tall, weighing in at 155 pounds, fighting out of Dublin, Ireland, the notorious Conor McGregor! And now introducing his opponent, fighting out of the red corner. This man is a grappler, holding a professional record of 28 wins, 10 losses. He stands 5 feet 8 inches tall, weighing in at 155 pounds. Fighting out of Rio de Janeiro, Brazil, Rafael dos Anjos. And when the action begins, our referee in charge, Herb Dean. Und da sehen wir Herb Dean, den Referee in diesem Kampf. Los geht's. Tja, was für eine tolle Siegesserie hat er zuletzt hingelegt. Das ist wirklich unglaublich. Starker Kick zum Kopf, er ist angeschlagen. Ja, der Hahn. Oh, er ist angeschlagen. Tja, er muss hier heute gegen einen ziemlich harten Gegner ran. Das wird nicht leicht für ihn. Dieser Fight wird ihn wohl vor einige Probleme stellen. Jetzt arbeitet er aus der North-South. Er bewegt sich da gut auf dem Boden. Jetzt ist er in der besseren Position. Schöne Aktion. Jetzt ist er nach diesem Sweep in der Mount. Schön aufgerichtet. Und ein heftiger Kopftreffer von McGregor. Ja, er kommt wieder hoch. Guter Kick hier zum Körper, aber das war zu sehen. Da, oh, das war ein Wirkungstreffer. Ganz starker Kick zum Kopf. Oh, oh. Starker Angriff zum Kopf. Er ist genommen. Schöne Gerade. Wow, ein heftiger Kick zum Körper. Ja, guter Schlag von Dos Anjos. Und da ist der Lead-Kick von Dos Anjos. Oh, ein starker Kick. Ja, starke Linke. Oh, daneben. Oh, ein brutaler Schlagabtausch. Starker Haken. Gut gemacht. Oh, beeindruckender Inside-Leg-Kick. Oh, der Mark hat gesessen. Kick zum Kopf, das sieht gar nicht gut aus. Und der Kampf ist vorbei.
Er hat diesen Kampf mit einem fulminanten Kick beendet. Genau aus der richtigen Distanz und so unglaublich hart, dass sein Gegner nicht wieder hochgekommen ist. Hier kommt die Wiederholung. Am Ende holt er sich hier den Sieg durch K.O. und jetzt darf er natürlich zu Recht jubeln. Schöner Sieg. Jetzt hören wir Bruce Buffer mit der offiziellen Entscheidung. Ladies and gentlemen, referee Herb Dean has called a stop to this contest at 3 minutes, 11 seconds of the very first round. Declaring the winner by knockout, the notorious Conor McGregor. Ladies and Gentlemen, der Sieger durch Knockout. Danger, we going out.
see you through your teeth and make you rearrange. Put you on it, put you on it. Then I, and you about to pay for this behavior. I heard Lito, mommy's clean. He say, Jesucristo, she a freak, yo. Let it rub my brother while I stroke his e. Jede UFC-Legende hatte jemanden, der ihn zu noch stärkeren, noch besseren, noch überragenderen Leistungen anspornte. Gracie hatte Shamrock, Liddell hatte Ortiz, Silva hatte Sonnen. Diese Duelle waren mehr als der Kampf zweier Topkämpfer. Es war der Kampf zweier erbitterter Rivalen. Es ging um mehr. Es war der Kampf absoluter Erzrivalen. Du hast deinen Rivalen nun also gefunden. Wie geht es weiter? Kannst du triumphieren oder musst du für alle Zeiten mit der Schmach einer Niederlage leben? Es erwartet uns jetzt ein UFC-Leichtgewichtskampf. Ja, wenn der ins Oktagon steigt, dann darf man normalerweise Schläge ohne Ende erwarten. Das ist seine Spezialität und damit wird er es mit Sicherheit auch heute versuchen. Kickboxen, das ist das Metier dieses Kämpfers. Seine Kicks sind wirklich beeindruckend. Und wenn man dann noch seine tollen Schläge dazu nimmt, dann ist das für jeden Gegner eine ganz schwierige Aufgabe. Werfen wir einen Blick auf die Daten der beiden Kämpfer in diesem Leichtgewichtsfight. Beim Alter kein großer Unterschied zwischen beiden Kämpfern. Nur 4 Jahre trennen sie. Und beide mit ähnlicher Größe und Reichweite. Die offizielle Vorstellung jetzt mit Bruce Buffer. Ladies and gentlemen, this fight is 3 rounds in the UFC Lightweight Division. Introducing first, fighting out of the blue corner. This man is a kickboxer, holding a professional record of 11 wins, no losses. He stands 5'9" tall, weighing in at 155 pounds. Fighting out of Dublin, Ireland, the notorious Conor McGregor! And now introducing his opponent, fighting out of the red corner, a kickboxer holding a professional record of 14 wins, 3 losses. He stands 5'10" tall, weighing in at 155 pounds. Fighting out of Doncaster, England, Mark Bocrusher Dacacy. And when the action begins, our referee in charge, Eve Levine. Here haben wir Eve Levine, den referee. You ready?
Es geht los. Zuletzt durfte er gleich 3 K.O.-Siege in Folge bejubeln. Und so soll es aus seiner Sicht natürlich heute weitergehen. Das war schon wirklich beeindruckend, was er in den letzten Fights gezeigt hat. Ja, starkes Knie zum Körper von McGregor. Klasse, wie er hier diese Treffer setzt. Perfektes Timing. Roller Kick von McGregor. Oh ja, guter Treffer, da war der falsch. Ah, oh, den Uppercut zum Kopf hätte er verhindern müssen. Da macht er es ihm zu einfach. Starker Roundhouse-Kick vom Körper. Da war die schöne gerade Kopftreffer. Toll getimte Treffer hier. Oh, ein Kick zum Bein. Schöner Haken. Oh, was für ein Haken. Er verfehlt sein Bein. Oh, ein heftiger Headkick. Parker Haken. Gute Angriffe hier. Oh, schöner Kick zum Kopf. Oh, voll auf den Körper. Was für ein Kick. Der Haken, schöner Kopftreffer. Ein weiterer Haken von McGregor. Da sucht es mit dem Kick zum Kopf und kommt durch. Heftiger Kniestoß zum Kopf. Starker Haken. Was für eine Linke. Klasse. Ja, Kick vom Kopf. Ja, und er bekommt ihn in den Teig-Clinch. Schönes Knie. Der Punch kommt an. Der Cut auf seiner Wange ist schlimmer geworden. So langsam wird es wirklich gefährlich. Oh, der Kick landet am Kopf. Gute Linke, aber daneben. Ja, schöner Frontkick zum Kopf. Guter Haken, perfekt getimt. Der Kick hat gesessen, voll auf den Körper. Oh, oh, schöner Kick zum Kopf. Schöner Haken zum Kopf von McGregor. Ja, ja, guter Schlag. Kick zum Körper, guter Treffer, da nutzt er diese Lücke eiskalt aus. Ja, ja, der Roundhouse-Kick erwischt ihn am Kopf. Oh, da hat er Glück, dass der Kick daneben geht. Und ein Kick zum Bein. Sein Bein ist verletzt, man sieht deutlich, dass er hing. Er trifft mit der Linken. Kick zum Körper, aber zu ungenau. Ja, die erste Runde ist zu Ende. Hey, stopp! Das ist wirklich ein perfekter Kick zum Körper. Sehr schöner Kopfkick. Großartiger Kick zum Kopf. In dieser Runde haben wir einige schöne Angriffe gesehen. Ja, und die bezaubernde Brittany Palmer bereitet uns mental auf Runde 2 vor. Alles klar, Runde 2. Ja, schön durchgekommen mit dem Kick zum Kopf, toller Treffer. Frontkick zum Kopf, nicht schlecht. Treffer hier zum Körper mit dem Kick. McGregor schlägt die Linke gerade, aber vorbei. Und da ist der Körpertreffer mit dem Kick. Starker Kick zum Kopf, er ist angeschlagen. Oh, übler Kopftreffer, das hält er nicht durch. Starker Angriff zum Kopf. Sehr guter Angriff hier. Ein starker Hände, wirklich gut gemacht. Oh, oh, er scheint benommen zu sein.
Schöne Bewegung, die er da auf dem Boden zeigt. Er bewegt sich da gut auf dem Boden. Ein erstklassiger Sweep. Und da schnappt er sich seinen Rücken. Sie gehen wieder auseinander. Ja, ja, schöner Roundhouse zum Körper. Starker Kick, aber die Deckung steht. Er bringt einen Inside-Leg-Kick. Jetzt hagelt es hier Strikes. Sauberer Kick. Oh, ein knallharter Kopftreffer. Und noch so ein Treffer. Oh, das sieht übel aus. Oh, er ist angeschlagen. Das ist das Ende. Der Fight ist vorbei. Dieser finale Haken war schon absolut sehenswert. Er hat sich genau die richtige Distanz gesucht und seinen Gegner hier schwer zu Boden geschickt. Werfen wir einen Blick auf die Wiederholung. Hier ist der Sieger dieses heutigen Fights. Und was war das am Ende für ein toller K.O.? Bruce Buffer verkündet jetzt das offizielle Ergebnis. Ladies and gentlemen, Referee Eve Levine has called a stop to this contest at 3 minutes, 17 seconds of round number 2. Declaring the winner by knockout, the notorious Conor McGregor! Ladies and gentlemen, der Sieger durch Knockout.